Hallo ihr Lieben, wir gehen wieder ins Spiel. Wir haben in der letzten Folge unser Zuhause wieder erreicht. Jetzt Folge 55. 55 Schnapszahl. Und das soll auch so ein bisschen nicht Orientierung geben, aber ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Theoretisch kann man aus Kartoffeln Alkohol generieren. Was machen wir oder wie kann man Dinge betreiben mit Alkohol? Also teilweise wurden Dinge betrieben mit Alkohol. Bedeutet unterm Strich, vielleicht können wir Kartoffeln nutzen, um Treibstoff herzustellen. Das möchte ich jetzt einmal kurz überprüfen. Auch wenn es verdorbene Kartoffeln sind. Wir können Treibstoff destillieren, Freunde. Das ist aber lieb, dass die Krabbe direkt hierher kommt. Getroffen. Direkt hierher kommt, damit wir sie. Wo ist die andere? Hier. Damit wir sie bald auseinandernehmen können. Nahrung essen. Nahrung essen, genau. Nahrung schaut okay aus. Können wir uns aber schon mal drum kümmern. Wenn wir jetzt hier wieder auf der Insel sind, wo eigentlich die Vorräte normal funktionieren, sagen wir es mal so, möchte ich auch ungerne irgendwie die Rationen nutzen. Auch wenn es nicht wirklich notwendig ist, dass wir sie ich hänge gerade, es tut mir leid. Möchte ich nicht wirklich die Rationen nutzen, auch wenn es nicht notwendig ist, dass wir sie verbrauchen quasi. Aber ja, getreu dem Motto, besser haben als brauchen. Okay, also haben wir jetzt wie viel Kartoffelbeete? Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, es müssten 8 sein. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, genau. Und wenn das quasi nachwachsend ist, dann ist super. Nein. So. So, gefällt uns das. Setzlinge. Brauchen wir das alles überhaupt? Um ehrlich zu sein, vermutlich nicht. Schweine jagen. Ja, leben haben wir genug. Passt. Sieht immer so gefährlich aus, wie uns das dann angreift, aber im Grunde ist es das gar nicht so wirklich.
Wir haben gelernt, Schlange bedeutet nicht bewegen. Ach, ist da was? Wir haben so viele Risse. Nee. Nee, 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 nee. Perfekt. Reicht uns erstmal. Nehmen wir mal das Speergewehr. Oh, sogar zwei Schlangen. Das ist neu. Und die eine wird jetzt zur Wasserschlange, oder wie? Habe ich. Stowed. Perfekt. Okay, ist der große Bruder oder so. Scheiße. Jawohl. Easy. Noch eine. Ist ein richtiges Nest hier jetzt auf einmal oder was? Jetzt doch mal gut. Was ist das? Kommen die denn alle her? Jetzt sollte ich aber alle haben, ne? Drei Schlangen auf einer Insel. Ich kann mir bald eine Schlangengrube erstellen. Vor allen Dingen alle auf einem Fleck. So, komm schon. Nicht knutschen hier. Schön. Also Freunde, wir müssen erstmal warten, bis wir genug Treibstoff zusammen haben. Davor müssen wir aber warten, bis die Kartoffeln fertig sind. Jetzt wird destilliert. Ja, bis die Kartoffeln fertig sind. Als wäre das hier so eine Kochshow oder sowas. wenn das fertig ist, ist die Frage, wollen wir mit dem Gyrokopter los? Nee, ich denke, wir beenden den Durchlauf. Aber dieses Thema, dieses Gedankenspiel, dieses Durcheinander hatte ich ja in der letzten Folge auch schon. Zwei, drei, vier und noch mehr Lehm. Nehmen wir mit. Genau, hier unten haben wir doch den Lehmstapel. Another day, another Schnurstapel.
wieder weiter mit dieser unglaublich guten Aufteilung. Wir nehmen immer jeweils eins weg, ne? Jetzt sind wir gleich bei 2 und bei 4. Genau. Jetzt können wir noch eins machen. Weil das versteht ihr einfach nicht, weißt du? Wisst ihr, das ist einfach over the top. Aber gut. Es ist, wie es ist. Machen wir wieder hier vorne rein. Dann nehmen wir mal eins vom Stocklager. Packen das mal hier hin. Einfach nur, damit wir schauen, dass das Feuer nicht ausgeht. Könnt ihr mir vorstellen, dass es einige Zeit dauert. Vielleicht bringt das ja auch unseren Kochen-Skill hoch. Stapel. Kriegen wir den hier neben? Nee, dahinter. Ja. Quasi die zwei Stocklager-Dinger mitnehmen. Hier neben platzieren. Dann haben wir hinten nochmal ein separates, ja, Stocklager. Zumindest gucken wir mal, wie viele da reinpassen, ne? Jetzt haben wir 41, also noch 9 Stück. Mit den 7 kriegen wir auch noch irgendwie was gebacken. Machen wir noch einen Stapel. So, hier ist auch schön trocken. Hier passiert dem Stapel nichts. So. Irgendwie möchte ich das doch lieber, dass das hier ein großer Stapel hinten ist. Ist auch sinnvoller, wenn man von hinten nach vorne stapelt, finde ich. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. So. Jetzt haben wir den da hinten voll, unten drunter den anderen. Wir haben unseren ersten Treibstoff destilliert. Nein. Und anbringen. Gut. Werkzeuge haben wir. Planken haben wir. Prozent Treibstoff. Okay, okay. Können wir da eigentlich auch Fasern oder sowas reinpacken? Damit die verbrennen. Ja, gibt aber nicht so viel. Okay.
Lagerkram, Ration. Um ehrlich zu sein, ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll. Na, wir packen das erstmal hier in die Stapel rein. Vielleicht können wir hier noch irgendwie was platzieren. Mal sehen. Nach und nach. Haben wir nochmal 6 Leder. Okay. Und nachfüllen. Was passt denn in den Wasserbeutel rein? Mittelgroße Wasserflasche aus Leder. Und das ist. Große Wasserflasche aus Lehm. Okay. Na gut, dann haben wir zumindest mal zwei. Packen wir das mal zu Werkzeuge. Blöder Mist da jedes Mal. Werkzeuge, da können wir die Hacke wieder verstauen. Leder, die Kiste ist fast voll. Ja, jetzt habe ich 4 angefangene Stapel. Okay, das ist voll. Da fehlt noch eine Kiste. Ein Containerregal. Ja, gut, das machen wir so rum. Das stellen wir direkt hier an die Eingangstür. Dann können wir nämlich hier einmal Leder mitnehmen. Packen das da rein. Nehmen das Leder und packen das Leder raus. So. Dann können wir unten da noch mal, ich glaube, 2 oder 3 Mal. Oder was, sogar 4 Mal Leder, was wir da rausbekommen? Ja, 18 Uhr Batsch. Folge ist gar nicht so lang bisher. Trotzdem ist nicht viel zu erzählen bisher. Es ist dunkel, wir machen Treibstoff. Feuer machen wir aus, weil brauchen wir nicht.
Wir machen hier hinten noch einmal einen Haken. Haken hin. Da klauen wir noch mal zwei, drei Dinger vom Sch. Nee, wir machen nicht einen einfachen Haken. Na, wir können ja einen besonderen Haken bauen. Müssen nur finden. Leichthaken. Einmal Leichthaken. Ach, den können wir überall hinstellen, oder was? So, und da kann ich jetzt hier die Lampe anbringen. Oh, das ist so cool. Ja, das gefällt mir. Dann machen wir hier noch direkt eins. Vielleicht muss das Wachschwein weichen. Und dann können wir vielleicht so, wie so eine Art Landebahn bauen. Ich habe so viele tolle Ideen. So, zuerst bauen wir nochmal zwei, drei Kisten. Das und hier können wir auch noch eins hinstellen, wenn wir dann genug Planken dabei haben. So, haben wir. Wie weit sind die Kartoffeln? Okay, Freunde. Planken und Planken alles. Packen wir mal hier in das Regal jeweils. Planken alles. Das ist noch leer. Frucht bleibt. Das ist leer. Das ist leer. Plankenwell, Blechstoff, Ration, Werkzeuge noch nicht belegt. Leer, das können wir dann schneller lesen. Sonstiges 1, 2, 3. Bzzzt. Regal. Regal. Ja, jetzt sieht das hier auch so ein bisschen mehr nach Lagerraum aus. Also wir haben 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 3, 24 mal 5 sind 120 Slots, die wir haben. Im Notfall können wir hier irgendwie auch noch was hinbasteln. Oder hier draußen. Also ich meine, hier drin haben wir ja auch noch genug Platz. Also an Platz sollte es uns nicht, an Platz sollte es generell nicht scheitern. So, machen wir mal die Krabbe nochmal weg. Das braten wir noch.
Es ist so lange nicht mehr passiert. Na egal. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu kochen. Easy. Gut. Heutige Folge im Grunde auch einmal durch. Was haben wir gemacht? Wir sind angekommen, ein bisschen sortiert. Ganz wichtig, wir haben herausgefunden, wie man Treibstoff destilliert. In diesem Kanister befindet sich Treibstoff. Nützlich, um den Treibstofftank eines Motors nachzufüllen. Wollen wir es wagen? Nein, wir wollen es nicht wagen. Wir haben den Gyrokopter zwar gebaut, aber wir werden ihn, ich denke, diese Runde nicht wirklich nutzen. Gut, ihr Lieben, es ist zwar taghell, aber dennoch Feierabend, 22:08 Uhr. Es war mir eine Freude. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal.